ganz Grundschulsachen hier. Das nennt sich, hat man auch, das ist auch wahrscheinlich der einzige Ringergriff, den man irgendwo schon mal im Fernsehen gehört hat, dass er Doppel-Nelson oder der Einfach-Nelson. Benannt nach? Nelson. Ja. Wahrscheinlich so. Guck mal hier. Sowas lernt man in der Grundschule quasi beim Ringen. Das macht aber kein Mensch mehr, außer die Kinder. Jetzt kommen wir mal zu den Großen. Heute beim TKSV Bonn-Duisdorf beim Ringen. Wie unschwer zu sehen ist, habe ich schon ein bisschen mitgemacht. Und wir sind noch erst nur beim Aufwärmen. Ich bin zwar warm, aber ich glaube, die Trainer sehen das ein bisschen anders. Von daher mache ich mal direkt weiter. Auf geht's, Laszlo! 2, 3, 4 und 5. Jetzt gehen wir paarweise zusammen. Jetzt gucken wir mal, wie es geht. Ja, okay. Wir gehen mal auf Kampf. Was ist für dich das Faszinierende an dem Sport? Warum hast du nie aufgehört? Also das Faszinierende ist, man steht hier Mann gegen Mann im Ring, kann sich messen und man merkt, wie im wahren Leben, wenn man einen Fehler macht, wird der direkt bestraft. Und man sieht auch, wenn man nicht trainiert, beziehungsweise wenn man sich selber nicht weiterbildet durch Training, kommt man auch nicht weiter. Wenn man gut trainiert, merkt man im Kampf auch selber, es geht voran. Wie oft trainiert ihr? Wir trainieren dreimal die Woche. Montags, Mittwochs und Freitags. Das brauche ich natürlich nicht mehr. Nach 32 Jahren Ringsport, meine Erfahrung und die Techniken, die ich drauf habe, die machen es mir möglich, auch nur ein bis zweimal die Woche zu trainieren. Aber du kämpfst schon noch aktiv in Wettkämpfen? Ich bin aktiv. Bin vor 2 Jahren auch Deutscher Meister gewesen bei den Veteranen in der Klasse bis 40 Jahre. Werde auch in 4 Wochen habe ich meine Deutsche Meisterschaft wieder und habe da eigentlich vor, meinen Titel zu verteidigen. Ich dürfte mich durchaus noch mal bei euch blicken lassen. Definitiv, hier ist jeder willkommen, jedem Alter. Man sieht, hier sind noch ältere Leute, unter anderem ich und noch viel jüngere. Also jeder ist hier willkommen und wer trainieren möchte, ist hier genau in der richtigen Adresse. Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und selbstverständlich auch bei allen anderen Jungs. Ich hatte einen spannenden Abend. Ich glaube, ich werde morgen noch ein bisschen was an meinen Muskeln davon spüren. Und ja, ich glaube, jetzt geht's auch auf die Couch. Danke.
Dann weiß ich immer nicht, wohin. Ja, ja, ja.